Wir hatten es verkehrt verstanden. Wieso hat Gott erlaubt, dass diese süße Erwartung grimmig werden sollte bei den frühen Christen? Wieso? Weil wie viele Brot- und Fischanhänger gab es, die zum Königreich wollten, ohne sich zu ändern? Wie viele gab es? Wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende. Und hier ging es darum, um ein Volk zu haben, die eine Erfahrung mit Jesus Christus hatten. Sie haben Jesus Christus erlebt und sie haben gesagt, das ist mein Herr, ich weiß es, ich habe es studiert, sein Wort ist Wahrheit. Und jetzt hängt er am Kreuz, irgendwas ist verkehrt, ich gebe nicht auf. Und die Übriggebliebenen, die dann übrig blieben, die haben es ernst gemeint. Und die haben weiteres Licht empfangen. Aha, der Messias musste sterben, wenn er nicht gestorben wäre, wäre ich nicht erlöst gewesen. Und dann ändert sich das Bild. Und so auch zu dieser Zeit. Von allen diesen, die erwarteten, dass Christus wieder kam, fielen sie alle weg. Und nur eine Handvoll, die diese Prophezeiungen wirklich studiert hatten und eine Herzenserwartung hatten, fingen an wieder zu studieren. Wo haben wir denn einen Fehler gemacht? Und dann wurde die Heiligtumslehre entdeckt. Die fantastischste Lehre in der Bibel. Wozu ist da eine Heiligtumslehre im Alten Testament? Wo ein Lamm geschlachtet wird, wo da gewaschen ist, wo da ein Opfer ist, wo da ein Leuchter ist, wo da ein Brot ist, wo da ein Weihrauchaltar ist und alle diese Symbole sind in der Offenbarung. Ohne diesem Wissen von dem alten Zelt können wir Offenbarung gar nicht verstehen. Wir wissen gar nicht, wo wir zeitlich drin sind. Also die ganze Heiligtumslehre musste verständlich werden. Der Dienst Christo in der Erlösung. Tolles Studium. Und somit plötzlich, das Heiligtum muss wieder geweiht werden. Ja, das irdische Heiligtum hatte eine Weihung. Yom Kippur. Jesus Christus ging vom Heiligen zum Allerheiligsten. Es hat nichts mit der Wiederkunft zu tun. Und plötzlich ging das ganze Buch Offenbarung auf. Und es wurde verständlich und der Dienst Christi wurde verständlich und eine neue Botschaft ging an die ganze Welt. Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin die Tür, ich bin das Tor. Wer durch mich kommt, wird das ewige Leben haben. Das Opfer, das Lamm, was geschlachtet ist. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das da wegnimmt die Sünden der Welt. Das Lamm steht für Jesus Christus. Die Wäschung, das Waschen, die Reinheit kommt von Jesus Christus. Und dann im ersten Raum, Jesus Christus, das Licht der Welt, Jesus Christus, das Brot der Welt, Jesus Christus, der Mittler, Jesus Christus, der hohe Priester. Eine fantastische Lehre. Wenn wir da reinkommen, die Gerechtigkeit Christi umzingelt uns und wir leben, weil er lebt. Also eine weltweite Botschaft. Christozentrisch, Zeit des Gerichts, wir leben nach Yom Kippur, bald kommt Christus. Genau wann, weiß keiner. Aber wir haben die Zeichen der Zeit. Also was muss nochmal geweissagt werden? Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Wir werden sehen, dass Schriftrollen im Alten Testament flogen durch den Himmel. Also eine Botschaft, eine biblische Botschaft muss weltweit verkündigt werden. Das ewige Evangelium, Erlösung durch Christus und wir müssen erlauben, dass er uns umwandelt. Der alte Mensch muss sterben, ich kann nicht in Sünde gerettet werden, ich muss von Sünde gerettet werden. Zu denen, die auf Erden wohnen, allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, muss also eine weltweite Gemeinschaft sein und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Yom Kippur war Gericht. Jeder Jude wird das verstehen. Also wenn diese Zeit kam, das stand für das Gericht. Und wenn sie nicht mitmachen wollten, typologisch wurden sie abgeschnitten vom Volk.
und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Offenbarung 14, 6 bis 7. Nichts ist geschaffen, was nicht durch Jesus Christus geschaffen ist. Durch ihn sind alle Dinge, sagt die Bibel. Er ist der Schöpfer und der Schöpfer bekommt Ehre und Anbetung. Und darum halten wir Vorträge über Evolutionsthemen. Denn Christus ist der Schöpfer, oder? Ist die Wissenschaft richtig in diesem Sinne? Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Offenbarung 4,11. Also die Schöpfung, sehr, sehr wichtig. Es ist interessant, 1844, ein sehr interessantes Datum. Man liest es in der vorderen Seite von Darwin's Origin of Species, wo Darwin sagt, 1844 habe ich meine Lehre in die Welt hineingeschickt. Und 1844 muss eine andere Lehre in die Welt gehen. Nein, Christus ist der Schöpfer dieser Welt. Also hier ist ein Krieg zwischen Wissenschaft und Gottes Gemeinde. Kein Zweifel. Man braucht Geduld dafür. Glaub's mir, man braucht viel Geduld. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und sie glauben, was er gesagt hat, ist wahr. Es muss eine weltweite Bewegung sein, denn diese Botschaft muss an die ganze Welt gehen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Dieses Reich Christi, wir sind vor der Tür, vor der Tür. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf die letzte Zeit. Wer predigt denn das? Welche Gemeinschaft predigt das Heiligtum? Wo das ganze Buch Offenbarung eine Heiligtumssprache ist, welche Gemeinschaft predigt das? Welche Gemeinschaft sagt, wir müssen die Gebote Gottes halten? Welche Gemeinschaft sagt, Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus alleine? Welche Gemeinschaft studiert durch die Bibel und sagt, wie wird was gemacht? Wie wird getauft? Biblisch, was ist korrekt? Welche Gemeinschaft sagt, wir haben kein Credo außer der Bibel? Welche Gemeinschaft sagt das? Müssen wir uns fragen? Und der siebente Engel goss seine Schale in die Luft und es ging aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl und sprach, es ist geschehen, bald passiert das, dann ist vorbei. Die Menschheit muss entscheiden. Das Gesetz Gottes, ist es ein Maßstab, der heute noch gilt oder gilt es nicht? Weil wenn ihr sehen wollt, wie es ist, wenn es nicht mehr gehalten wird, kommt, besucht mich mal. Komm, wohnt mal ein paar Monate bei mir. Werdet ihr ausfinden, wie das ist. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Fehllehren, die verbreitet wurden, müssen aufgedeckt werden. Diese Gemeinschaft hat eine Pflicht, das zu zeigen, was verkehrt ist. Denn wie soll ich wissen, was richtig und verkehrt ist, wenn ich nicht weiß, was verkehrt ist? Also eine Pflicht. Und ein dritter Engel folgte und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet. Wer predigt über das Tier? Nach Daniel ist Tier eine politische Gemeinschaft, ein Königreich und sein Bild, etwas, was ihm gleich ist, und sein Mahlzeichen auf der Stirn und seine Hand. Wer predigt das? Das sind Kapitel für sich, wir werden es behandeln. Offenbarung 13 kommt noch. Und die Wiederkunft Christi, alle diese Dinge. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, eine weltweite Gemeinschaft. Anders geht's gar nicht. Also, welche Gemeinschaften sind weltweit? Und dann nicht nur das. Welche predigen alle diese Dinge, von wem wir geredet haben? Ist nicht so schwierig, um auszufinden. Also kommen wir schon mal, sie halten die Gebote Gottes. Ist das biblisch? Gut. Sie haben das Zeugnis,
ist, welches Geist der Weissagung ist und den Glauben an Jesus. Ist das biblisch? Ja. Entstand aus einer großen Enttäuschung. Biblisch oder nicht? Ja. Predigten eine Drei-Engel-Botschaft. Biblisch oder nicht? Ja. Und ist eine weltweite Bewegung, ja oder nein? Ja. Also mit allen diesen Kennzeichen müsste ich doch entscheiden können, wer was und wo ist. Da ist nur eine Gemeinschaft, die passt, nur eine. Es war für mich sehr schwer, um das festzustellen, für mich persönlich, sehr, sehr schwer. Ich war römisch-katholisch, ich war erst gar nichts, ich war Atheist, ich war geborener Katholik, dann Atheist, dann wieder Katholik, guter Katholik. Aber leider, das, was da gepredigt wird, steht nicht in der Bibel. Meine Mutter war Lutheranerin, soll ich Lutheraner werden? Was von all diesen anderen Dingen? Hier ist eine Gemeinschaft, die ist in Deutschland. Kennt ihr dieses Gebäude? Kennt ihr das? Ja? Kennt ihr das? Es ist ein Hospital. Es ist eine Botschaft, die nicht nur den Geist stärkt, sondern auch den Körper, den ganzen psychophysischen Menschen. Ist doch logisch, dass man den psychophysischen Menschen total erreichen muss. Man kann in Rom sogar diese Gemeinschaft finden. Überall in der Welt, in der Schweiz, hier in Amerika, Hospitäler, Kirchen. Loma Linda ist eine riesen Stadt, nur voll von Adventisten, Universität, Hospitäler, riesen Organisation. Hier ist eine Apotheke ohne eine einzige Droge. Interessant, findet man nicht sehr leicht. Gesundheitsorte, hier, das ist Fredheim in Norwegen. Ja, Gesundheits, eigene Bäckerei, Druckerei, Schule, eigene organische Farm. Naja, allerhand interessante Sachen, gute Sachen zum Essen. Kennt ihr die? Das sind Koreaner. In Korea kann man sie finden, überall in der Welt. Und die? Das ist Afrika. Und das ist mein Freund Noel. Noel ist so ein lieber Kerl, der ist so arm. Meine Güte, hier ist seine Familie, seine Frau, seine drei Söhne. Und das ist das Häuschen. Und da liegt man auf dem Boden, da gibt es keine Matratzen. Das sind liebe Leute, die meinen es ernst. Und ich bin froh, sie meine Freunde nennen zu können. Naja, in Afrika, da kommen sie beisammen, wenn die Zeit ist, anzufangen. Hier fangen wir an, wenn die Uhr sagt, wir müssen anfangen. Ich hatte hier einen Vortrag, den ich geben musste, und der fing 10 Uhr morgens an. Auf dem Weg dorthin, der liebe Noel, er fährt mich dahin, und auf dem Weg trifft er eine alte Dame, die mit einem Sack läuft. Er hält das Auto an, steigt aus, redet erst eine halbe Stunde mit ihr, nimmt dann den Sack, trägt ihn die Treppe hoch, bleibt noch eine halbe Stunde weg, kommt, steigt ins Auto, fahren weiter, sieht dann noch jemand, hält das Auto an, steigt aus, sagt Hallo, wie geht's und was weiß ich, der Schweiß tropft mir vom Kopf. Ich komme 11 Uhr in dieser Kirche an, kein Schwanz da, nicht eine Person. Ich dachte, meine Güte, wir sind eine Stunde spät, die sind alle weg. Der sagt, nein, die sind noch nicht da. Ich sage, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Endgültig, so um 12 Uhr kamen die Ersten da rein. Und dann kamen immer mehr und mehr und nachher standen sie draußen und drinnen und überall. Und so gegen 1 Uhr fingen wir an. Naja, da dachte ich, das schaffe ich doch jetzt nie, was muss ich jetzt machen? Nein, jetzt fängst du an. Jetzt sind wir alle hier. Es fängt an, wenn wir alle da sind. Ist doch eigentlich logisch, ne? Fängt an, wenn alle da sind. Und wann höre ich auf? Na, wenn es fertig ist. Ja, wenn es bis Mitternacht geht, so what? Da schlafen wir ein bisschen länger morgen. Und dann hat er zu mir gesagt, du wunderst dich sicher mit deiner europäischen Einstellung,
warum ich angehalten habe bei dieser alten Frau. Ich kann doch nicht vorbeigehen, wenn ich sehe, dass sie mit so einem schweren Sack läuft. Und wenn ich schon mal aussteige, dann ist das in meiner Kultur total schief, wenn ich nicht sage, wie geht es dir und wie geht es deinem Sohn und dem Sohn und dem Sohn, und dann gehen wir in das, was weiß ich, für ein Register da hinein. Und dann erst kann ich fragen, kann ich dir helfen mit diesem Sack? So ist das in dieser Kultur. Und wenn man sich trifft unter der Sonne, dann muss man erst mal sich schön unterhalten. Naja, so ist es in Afrika. Und ich habe eben eine deutsche Natur, aber ich habe mich auch gewöhnt an die Afrika-Natur. Ich fühle mich wohl in beiden. Und ich weiß, dass ich am Anfang sehr geschwitzt habe. Aber diese Leute, die glauben genau das Gleiche, was ich glaube. Und nicht, weil ich es ihnen gesagt habe, sondern weil ich es schon geglaubt habe, als ich dahin kam. Und sie können mir viel beibringen. Tolle Hospitäler. Wenn ihr mal nach Afrika geht, dann fragt mal bei irgendeinem Büro, wenn ihr krank werdet, wo sollt ihr hingehen? Irgendein Reisebüro wird euch sagen, geht nur nicht in die Afrika-Hospitäler. Da kommt ihr nur mit AIDS und was weiß ich raus. Aber hier ist eine Liste adventistischer Hospitäler. Da könnt ihr noch hingehen. Ja, so ist es weltweit. Sie sind gut bekannt für alle diese Dinge. So im Mitten Afrika findet man sie unter einem Baum. Es ist eigentlich erstaunlich. Wisst ihr, dass da mal eine Sammlung war für ein neues Gebäude in Deutschland? Deutschland war mal auf 13. Sabbat Ding drauf. Und hier waren ein paar Schwarze unter einem Baum in Afrika und haben gesagt, oh, die Deutschen haben ein neues Gebäude nötig, da muss ich ja etwas Geld geben. Da war sie unter einem Baum sitzen. Ist das nicht interessant? Ja. Und da sind Prediger, die ausgebildet werden. Das ist Heidelberg. Das ist, wo ich wohne. Das ist das College da. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah der Arche einging und achteten nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Matthäus 24, 37 bis 39. Glücklicherweise war Gott so gut, um einen Unterschied zu machen zwischen Wahrheit und der Person. Denn da ist oft ein großer Unterschied. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also eine Gemeinschaft, die Wahrheit hat, heißt nicht, dass alle heilig sind, die in der Gemeinschaft sind. Und darum haben wir zuletzt das Buch Laodicea auch studiert. Wann war das? Vorgestern. Wo wir gesehen haben, dass diese Gemeinschaft oft recht armselig ist und sehr eingebildet sein kann. Obwohl es viele gibt, so wie in Israels Zeiten auch. Gott hat immer gesagt, ich habe mir noch 7000 zurückgehalten. Überall in der Welt findet man die süßen Leute, aber man kriegt auch ab und zu einen blauen Fleck. Das muss man erwarten. Ich bin nicht Adventist wegen der Menschen. Ich bin nicht Adventist, im Gegenteil, ich wäre wahrscheinlich schon 10.000 Mal abgehauen, wenn es deswegen wäre. Ich bin Adventist wegen der Wahrheit, weil ich keinen biblischen Fehler finden kann in allem, was sie tun. Biblisch korrekt und Jesus Christus zentriert. Das ist für mich wichtig. Ich bin Adventist, weil Jesus Christus diese Lehre in der Bibel verkündigt. Darum bin ich Adventist geworden, aus keinem anderen Grund. Naja, zur Zeit Noahs wurde gespottet. Viel gespottet. Noah hat gewarnt vor einem Gericht, ja oder nein? Diese Gemeinschaft warnt vor einem Gericht. Meint ihr, es wird ihr besser gehen als Noah? Denke nicht. Es wird viel gespottet werden. Und Rücken zugekehrt,
und gelacht und abgehauen. Aber die Bibel sagt, darum geht hin, lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und damit basta. Nein. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Es ist eine volle Botschaft. So enorm, wir können es nie begreifen. Aber wir können einen Anfang machen. Wir können studieren. Denn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Also heute Abend haben wir jetzt definiert, was die eine Seite ist und welche Botschaft sie hat. Hier ist die American Bible Society and Church Mission, ein Dokument, wo alle Glaubensgemeinschaften aufgezeichnet sind und wo sie in der Welt gegenwärtig sind. Und es gibt nur zwei Gemeinschaften, die weltweit verbreitet sind. Rate mal, welche beiden. Die römisch-katholische Kirche und die Siebentags-Adventisten. Jetzt wäre es interessant zu wissen, was sagt die römisch-katholische Kirche über Siebentags-Adventisten? Ist das nicht eine schöne Frage? Aber dafür müsst ihr warten auf einen anderen Vortrag. Denn heute Abend kann ich das nicht alles reinpassen. Also das ist nicht alles, was ich heute Abend gesagt habe. Ich habe nur ein paar Eigenschaften genannt. Aber was der wirkliche Krieg ist, wow, ein weltweiter Krieg, das wird was. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, und wer da will. Ja, freie Wahl, ist das nicht herrlich? Man braucht nicht, man kann nein sagen. Der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Und bald kommt Jesus Christus wieder. Morgen Abend die Entstehung des Gegners, gleiche Zeit. Denn in dieser Endzeit zwei Gruppen gegeneinander. Wer wirkt wo? Die Gruppe, die heute Abend identifiziert wurde, tut es ganz offen. So wie heute hier. Videos sind da, die Botschaft ist da, es wird nichts versteckt. Es wird öffentlich gesagt. Ich glaube, dass da nicht eine andere Gemeinschaft in der ganzen Welt ist, die ganz öffentlich auf einem öffentlichen Podium stehen kann und alle Glaubenspunkte, die sie haben, öffentlich verkündigen können und verteidigen können. Es gibt keine andere. Gibt keine andere. Und ich möchte euch einladen zu den nächsten Vorträgen. Denn wenn wir sehen, wie der Gegner raffiniert, hinter den Kulissen geheimnisvoll wirkt, denn die Bibel sagt, die Hure Babylons hat auf ihrer Stirn geschrieben was? Geheimnis. Und dieses Geheimnis muss entlarvt werden. Gefallen, gefallen ist Babylon, muss entlarvt werden. Denn ich muss zu den Menschen sagen, kommt aus ihr raus, mein Volk. Muss nicht die nächsten Vorträge verpassen. Jetzt geht's rum. Danke. Bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt,
so wird ihm Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihn sein Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wer ist das Tier aus dem Abgrund und wohin führt es uns? Offenbarung 11, Vers 1. Und mir wurde ein Rohr, das ist ein Maßrohr, gegeben, gleich einem Stabe, und es wurde zu mir gesagt, mache dich auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten. Also hier wird etwas gemessen nach Maß. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Gut, also es geht hier um ein Maß, einen Maßstab. Es wird gemessen und jeder von uns wird irgendwann mal gemessen, ob wir in den Tempel Gottes hineinpassen. Das ist eine Sprache, die kommt vom Bau des Tempels. Da wurden die Steine für den Tempel vorbereitet, in der Steingrube, genau gemessen, genau gehämmert und vorbereitet. Und dann wurde dieser Stein genommen und ohne Hammer in den Tempel eingebaut, genau nach Maß. Und Gott baut einen Tempel aus Menschen, die zu ihm gehören. Und jetzt wird an uns rumgehämmert, damit wir schön hineinpassen. Und wir müssen erlauben, dass die rauen Ecken heruntergeschlagen werden, ohne uns zu wehren. Und dann eines Tages ohne Schmerz in den Tempel hineingebaut zu werden. Also diejenigen, die gemessen werden und genau reinpassen, die gehören zu Gottes Volk. Aber hier sind leider andere, die wollen dieses Werk verhindern. Die wollen verhindern, dass Menschen zu Gott finden und in diesen lebendigen Tempel Gottes eingebaut werden. Die Sprache, die wir hier haben, kommt auch aus dem Alten Testament. Denn das ganze Buch Offenbarung zitiert eigentlich an tausenden Stellen das Alte Testament. So können wir nicht die Bibel und Offenbarung voneinander trennen. Wir müssen sie zusammen sehen. Und ich will meinen zwei Zeugen verleihen, Vers 3, dass sie weissagen sollen. 1260 Tage lang angetan mit Säcken. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie schädigen will, geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie schädigen will, muss er so getötet werden. Man kann also nicht mit diesen zwei Zeugen spielen und umgehen, wie man will, denn irgendwann kommt ein Gericht und diejenigen, die mit diesen zwei Zeugen Krach gehabt haben oder versucht haben, sie zu vernichten, die werden endgültig sterben müssen. Dann haben wir auch diesen Text am Ende des Buch Offenbarungs als Einleitung gelesen, denn darum geht's eigentlich. Jetzt dieses Symbol der Ölbäume, der Olivenbäume und das Symbol der Leuchter ist ein Symbol, das herausgeholt wird aus Zacharia. Und dieses Buch, Offenbarung 11, gebraucht das Bild in dem Buch. Also der Schlüssel für diese 1260 Tage, den haben wir jetzt schon mehrere Male genannt. Und wir wissen, dass die 1260 Tage gleich eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit sind. Und dies wird oft gebraucht in Offenbarung und Daniel diese Zeit, Daniel 12, Vers 7, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, Offenbarung 11, Vers 2, 42 Monate, Offenbarung 11, 3, 1200 und 1000
260 Tage und eine Zeit, dann eine halbe Zeit, Offenbarung 12, Vers 14. Es wird oft wiederholt, aus einem bestimmten Grund. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und Numeri 14, 34 und Ezekiel 4, Vers 6 sagen, dass wir ein Jahr für einen Tag nehmen. Und so können wir diese Zeitberechnung prophetisch so auslegen, denn wir haben einen biblischen Schlüssel dafür. Die 1260 Tage, das ist ein Vortrag für sich, den machen wir heute Abend nicht, denn das ist das kommt aus Daniel heraus und wird in Offenbarung ausgebaut. Es ist die Zeit der päpstlichen Überherrschung von 538 nach Christus bis 1200 und plus die 1260 Jahre bringt uns bis zu 1798 und da war erstmal ein Bruch. Und diese 10 Königreiche in Daniel wurden befestigt, 476 oder dann wurden sie gegründet. Und erst in 538 kam der Justinianus-Dekret, dass der Papst der Oberherrscher ist und derjenige, der Heretiker zurechtweisen darf, der Ausleger aller Wahrheit. Das war also diese Zeit der 1260 Tagen. Und in dieser Zeit wurde die Bibel unterdrückt. Also es war eine Todsünde nach katholischer Lehre, um die Bibel zu lesen. Die Bibel war da im Lateinischen, damit das normale Volk sie nicht verstehen sollte. Und somit wurde sie angeblich verehrt, aber niemand durfte wissen, was drin steht. Das taucht also nicht sehr viel. Und das Volk wurde eigentlich beraubt vom Worte Gottes. Die Reformation hat das wiederhergestellt und die Reformation hat die Bibel in den Sprachen der Menschen jedem zugänglich gemacht. Und das war der Auslöser für viele Kriege, gewaltige Kriege, nur wegen dieser Bibel. Und bei der Gutenberg-Presse hat man alles vernichtet, nur wegen dieser Bibel. Die Bibel wollte die Menschen nicht loslassen und es gab Krieg wegen dieser Bibel. Und darum diese zwei Leuchter, diese zwei Olivenbäume mussten in Sack und Asche zeugen. Also da sind nochmals die Zeiten, Daniel 7, 25, 12, 7, Offenbarung 11, 2, 3, 6, 14 und 5. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, wo diese Zahl genannt wird. Denn diese Zahl gehört einem Tier, das sich auch die Zahl 7 aneignen will. Es will wie Gott sein. Es ist eine Gegenpartei gegen Gott. Denn Gott sagt, dass dieses System endgültig vernichtet wird. 1798 wurde der Papst dann auch gefangen genommen und von seinem Amt entfernt. Er ging in Exil. Napoleon krönte sich Kaiser. Und Europa dachte, dass die päpstliche Macht vorüber war. Also genau prophetisch, als die Zeit da war, passierte dieses Ereignis. Und eine tödliche Wunde wurde dem Papsttum gegeben. Am 21. Februar 1798, Papst Pius VI. Wurde entthront, sein Ring wurde entfernt und das Papsttum empfing eine tödliche Wunde. Dezember 1804, Papst Pius VII. Schaut zu, wie Napoleon sich als Kaiser krönt. Dann in 1808, Napoleon nimmt den Vatikanstaat weg. Und das Tier existiert nicht mehr, wenn es keine politische Macht hat und keinen König hat. Also von 1798 ist da kein politisches Reich am Vatikan mehr verbunden gewesen. 1848 kommt Mazzini und mit seiner Armee in Rom
Der Papst geht wieder in Exil, 1850 wird er wieder hergestellt, aber die päpstlichen Staaten sind weg. Somit dann eine tätliche Wunde. Und Napoleon gibt Glaubensfreiheit an die Menschen. Die Zeit der Unterdrückung, wo verschiedene Glaubensrichtungen nicht glauben durften und dienen wollten nach ihrem Gewissen, ist vorüber. Jeder darf glauben, wie er für recht denkt. Meine zwei Zeugen, das sind die Olivenbäume und die Leuchter, die vorm Gott des Herrn stehen. Also was sind diese Leuchter? Was ist dieses Licht der Welt? Was sind diese Olivenbäume? Es steht natürlich für die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Das ist, worum es geht. Es ist ein Krieg wegen dem Wort Gottes. Jetzt, dieses Bild, wie gesagt, kommt aus Sacharja, Kapitel 4 und auch Kapitel 5. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus einem Schlafe geweckt wird. Also Sacharja bekommt jetzt eine Vision. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich schaute und siehe da, ein Leuchter, ganz von Gold und sein Ölgefäß obendrauf und seine 7 Lampen dran, ist also wie im Heiligtum, und 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die auf dem Leuchter saßen, und 2 Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Jetzt, Öl ist immer in der Bibel ein Symbol des Heiligen Geistes. Ein Leuchter ist das Licht der Welt, die Wahrheit muss rausgehen. Und wir wollen jetzt genau wissen von der Bibel, worum geht's, damit wir nicht unsere eigenen Ideen hier hineinbauen. Vers 4. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Also genau wie wir fragen, hat er auch gefragt. Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach, weißt du nicht, was das bedeutet? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Das Wort des Herrn an Zerubbabel. Also wenn wir diese Symbole betrachten, das ist das Wort des Herrn. Also es ist ein Kampf zwischen dem Wort Gottes und einen anderen Maßstab, da wird nämlich gemessen, wo ein Mensch entscheidet, was gut genug und nicht gut genug ist, was richtig ist, was verkehrt ist, was man glauben muss und was man nicht glauben muss. Und diese beiden Maßstäbe, die konkurrieren miteinander. Hier gibt es einen Krach. Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Und da haben wir den Heiligen Geist, der in uns wirkt, um uns zum Wort Gottes zu führen. Aber eine andere Macht sagt, ich werde dieses Wort aus den Herzen der Menschen herausreißen und ich werde es vernichten. Erst haben sie es versucht mit Krieg, mit Verbrennungen und dann ein bisschen mehr subtil ans Werk gegangen und darüber einen ganzen Vortrag, Krieg der Bibeln. Der wird interessant werden, hoffentlich. Vers 11. Und ich antwortete und sprach zu ihm, was sind das für 2 Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich hob abermals an und sprach zu ihm, was bedeuten die 2 Olivenbüschel zur Seite der beiden goldenen Röhren, die aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Gesalbten. Jetzt haben wir die beiden Gesalbten, das Alte und das Neue Testament, wird dadurch vorgestellt, welche vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute und siehe eine fliegende Buchrolle. Also da haben wir diesen Parallelismus,
diese Gesalbten, und was sieht er dann? Eine fliegende Buchrolle. Das Wort Gottes wie im Flug. Die ganze Welt hindurch, um alle Menschen zu erreichen mit dieser großartigen Wahrheit, dass wir einen Erlöser haben in Jesus Christus. Der Kampf ist zwischen Jesus Christus und Satan. Und Satan will nicht wahrhaben, dass Jesus Christus Gott ist. Er will nicht wahrhaben, dass Jesus Christus der einzigste Erlöser ist. Und er will nicht wahrhaben, dass Jesus Christus König des Weltalls ist. Und wir stehen zwischen diesen beiden Mächten. Und unsere Aufgabe ist, um Jesus Christus und seine Sache zu verkündigen, damit Menschen gerettet werden können. Denn das andere ist eine Lüge. Denn die Bibel sagt ja, er war ein Lügner von Anfang an. Gut, also wie wird das jetzt bekämpft? Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe eine fliegende Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Das ist ein riesiges Buch, das fliegt in ganzer Geschwindigkeit die ganze Welt hindurch. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der über das ganze Land ausgeht, damit es laut demselben von jedem Dieb und von jedem Falschschwörer gereinigt werde. Ich habe ihn ausgehen lassen, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört. Wer ist der Dieb? Wer ist der Dieb, der... Jesus hat erzählt von einem Dieb, der kommt, um was zu machen? Einzudringen in dem Haus. Was will er denn machen? Satan. Er will unser kleines Licht von Gott mitnehmen. Ja, er will die Wahrheit aus dem Herzen stehlen, damit wir verloren gehen. Das ist, was er machen will. Und Jesus warnt vor diesem Dieb und er sagt, pass auf, wenn ihr nicht aufpasst, dann wisst ihr nicht, wann der Dieb kommt. Und das Einzige, was uns behüten kann, ist das Wort Gottes. Diese Schriftrolle warnt uns vor diesem Dieb, damit er in seinem Hause bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre. Holz, ein Symbol in der Bibel von Menschen, die verbrennen. Oder Stroh, oft auch ein Symbol der Menschen. Und das, was von Menschen erbaut wird, wird verbrannt. Das, was von Gott gebaut wird, dieser Tempel, der genau gemessen wird, der besteht für ewig. Das ist unsere Wahl. Kapitel 5, Vers 5. Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, erhebe doch deine Augen und siehe, was da herauskommt. So, was werden wir jetzt sehen? Jetzt wird es interessant. Ich aber fragte, was ist das? Er sprach zu mir, das ist ein Eva. Jetzt, was ist ein Eva? Ein Eva ist ein Maß gewesen. Also hier haben wir wieder mit Messen zu tun. Da konnte man genau abmessen, wie viel, was auch immer, gebraucht werden musste. Also Getreide wurde in einem Eva genau gemessen. Also hier ist ein Maß. Gott hat ein Maß gehabt, ein Rohr, hat gemessen und hier ist ein anderes Maß, ein Eva. Das ist ein Eva, das da hervorkommt. Und er fügte hinzu, das ist ihre Verschuldung im ganzen Lande. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei, also auf diesem Eva, auf diesem Maßstab, war da eine Scheibe Blei drauf. Ein Deckel, ein schwerer Deckel. Und man konnte nicht sehen, was ist in diesem Maßstab. Was ist der Maßstab? Wer ist der Maßstab? Wer eignet sich zu, der Maßstab dieser Welt zu sein? Es gibt nämlich zwei Maßstäbe. Das eine Maß wird diktiert durch Gott und seine Wahrheit. So muss man zugeschnitten werden, um in den Tempel hineinzupassen. Und dies ist der Weg durch Jesus Christus, das ist der eine Maßstab. Der andere Maßstab, der ist verborgen, der ist anders, der ist versteckt.
Der ist in einer Eva und da ist ein Deckel drauf, das man nicht gut sehen will, aber Gott will uns zeigen, wer es ist. Also sagt er, schau mal, was unter dieser Scheibe von Blei ist. Und was sah er da? Ein Weib saß drinnen im Eva. Also in diesem Maßstab sitzt eine Frau. Eine Frau ist ein Symbol von was in der Bibel? Eine Kirche. Also hier ist eine Kirche, die sich zueignet, der Maßstab zu sein. Wow. Da sprach er, das ist was? Bosheit. Also dieses Maß ist kein echtes Maß, aber es ist verborgen. So wie alles in diesen Geheimreligionen mit Ritualen, alles ist fein verborgen. Nichts ist offen, alles ist hinter Ritualen versteckt. Und man wird ritualisiert, man wird wie ein Automatum. Man geht hin, man beugt sich nieder, wenn die Glocken klingen, man tut bestimmte Dinge und dann ist man gereinigt. Man kriegt auf den Knien bei Treppen hoch und dann ist man gereinigt. Man gibt Geld den Armen, dann ist man gereinigt und so weiter. Ein ganz anderes Maßstab, aber es ist ein Maßstab der Bosheit, denn da ist keine Wahrheit drin. Und er warf sie wieder ins Eva hinein und den Bleiklumpen auf die Öffnung. Zürn zu. Also wir haben jetzt einen Blick gehabt, wo das Problem liegt. Das Problem liegt bei einer Kirche. Ist das deutlich? Wir sind ein bisschen weiter, Vers 9. Und ich erhob meine Augen und schaute und siehe, da kamen zwei Weiber. Was ist denn das? Zwei andere Glaubensgemeinschaften, zwei andere Kirchen, wenn ihr wollt. Hervor, und der Wind blies in ihre Flügel. Was ist Wind in der Bibel? Ruach, was ist das? Geist. Was für ein Geist? Ein heiliger Geist? Wahrscheinlich nicht. Und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatten Flügel wie Störche. Aha. Storch. Reiner Vogel oder unreiner Vogel? Unreiner Vogel. Jetzt das Symbol für den Heiligen Geist, da wurde gebraucht, als Jesus getauft wurde. Was war das für ein Symbol? Als Symbol, die Taube. Reiner Vogel oder unreiner Vogel? Reiner Vogel. Also hier ist ein unreiner Geist. Und binnen in dieser Eva sitzt ein verborgenes, etwas, was sich versteckt, ein Geheimnis. Haben wir irgendwo anders in Offenbarung eine Frau, die auf der Stirn groß geschrieben hat, Geheimnis? Ja, Babylon, die Frau, die auf dem Tier reitet, die hat Geheimnis auf der Stirn. Aber da sind zwei andere, die ihr helfen. Ja, ist interessant. Wenn wir jetzt Offenbarung studieren, Babylon besteht aus wie vielen Teilen? Drei. Wer sind sie? Das Tier, der Drache und der falsche Prophet. Und wer wird wohl dem Weibe helfen, dem Tier, denn die Bibel sagt, dieses Tier wird endgültig angebeten werden, es wird die ganze Welt beherrschen und alle werden ihm untertan sein. Es lebt, es hat eine Wunde, es stirbt, es wird wieder auferweckt, es ist ein Typus von Christus. Dieses Tier steht natürlich jetzt für dieses gleiche Wesen, was nach den 1260 Tagen eine Wunde bekam. Katholizismus. Und die anderen beiden erheben es, damit es zur Macht kommt. Und zwei Gemeinschaften, der falsche Prophet und der Drache. Spiritismus in all seinen Formen und der falsche Prophet, den werden wir noch identifizieren. Aber diese beiden Gemeinschaften endgültig werden dafür sorgen, dass das Weib an die Macht kommt. Und sie trugen die Eva fort zwischen Himmel und Erde.
Also wird jetzt hochgetragen zwischen Himmel und Erde. Das ist jetzt die Mittlerin zwischen Himmel und Erde, die Brücke, die Pontifex Maximus Brücke, der Weg zum Himmel. Das Bab El, Pforte zum Himmel. Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wo bringen Sie das Eva hin? Das Maß, das neue Maß der Erlösung, das andere wird nicht akzeptiert durch dieses System. Er antwortete mir, in ein Haus, ihm ein Haus zu bauen. Wer baut noch ein Haus? Christus baut einen Tempel und er will uns in das Haus hineinbauen. Hier wird ein anderes Haus gebaut. Und Menschen werden entweder gebaut in den Tempel Gottes nach Gottes Maß oder sie werden gebaut in dieses Haus nach dem Eva-Maß. Ist das deutlich? Und wo ist dieses Haus? Im Lande Sinai. Wo ist denn das? Sinai. Wo ist das? Das ist Babylon. Babylon. Damit es dort hingesetzt werde, und an seinem Orte bleiben. Also hier ist die ganze Geschichte von Offenbarung kurz zusammengefasst in Zacharia. Eine schreckliche Geschichte von zwei Maßstäben. Es geht um das Wort Gottes, worum es steht, wofür es, was der Erlösungsplan ist. Zwei Gegner, zwei Maßstäbe und bei dem einen zwei große Kirchengemeinschaften, die helfen, um das falsche System Babylon als Maßstab darzustellen. Das ist eine tragische Geschichte. Also dieses Wort Gottes ist, worum es geht. Diese Schriftrolle. Und Offenbarung 11, Vers 6 lesen wir dann weiter. Diese Schriftrollen, dieses Wort Gottes, das Alte und das Neue Testament, haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen falle in den Tagen ihrer Weissagung. Wo war vorher mal ein Dekret, dass es nicht regnen wird? Bei Elia. Und das war das Wort Gottes, hat gesagt, es wird nicht regnen. Wie lange? 3,5 Jahre wird es nicht regnen. Und so hier haben wir den gleichen Krieg. Damals typologisch Elia gegen die Priester Baals, ja oder nein? Genau jetzt typologisch ein Krieg gegen die Baalspriester. Das ist nämlich ein babylonisches System. Kein Regen fallen in den Tagen ihrer Weissagung. Das ist in den 1260 Tagen. Jetzt 1260 Tage ist gleich wieder 3,5 Jahre, da haben wir wieder die 3,5, den Zusammenhang mit der Zeit Elias, wo es nicht regnen würde. Die Bibel ist ein wunderbares prophetisches Buch und alles funktioniert so genau. Darum kann man nicht anders, als zu glauben, dass das das Wort Gottes ist. Und sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln, und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, oft sie wollen. Wo kommt das Symbol her? Aus Ägypten. Was ist denn da passiert in Ägypten? Da hat sich ein anderer aufgelehnt und hat gesagt, wer ist dieser Gott, dieser Jehova, dass ich ihm gehorchen muss? Ich kenne ihn nicht. Und ich werde ihm nicht gehorchen. Könnt ihr euch entsinnen? Das war der Krach. Hier haben wir das Gleiche. Hier haben wir einen anderen König, der sagt das Gleiche. Diese Frau ist nämlich auch ein politisches System und sagt, wer ist dieser Jahwe? Ich horche nicht auf ihn, ich kenne ihn nicht, weg mit ihm. Aber dann Blut und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis nach den 1260 Tagen, gib mir ein Datum, wann ist dieses Zeugnis nach der Dürre jetzt vorbei? 1798. Vollendet haben, wird das Tier
aus dem Abgrund heraufsteigen. Ah, also nach 1798 kommt ein System. Ein Tier ist was in der Bibel? Ein politisches System. Das ist, was es ist. Es wird ein politisches System nach 1798 aus dem Abgrund. Es ist eine Höllenslehre hervorkommen. Mit ihnen Krieg führen, um sie und sie überwinden und sie töten. Wow. Also dieses Tier wird Macht ausüben gegen das Wort Gottes und sagt, tot bist du, du bist tot. Natürlich, Gottes Wort kann nie getötet werden, denn Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ihre Leichname werden auf der Gasse der großen Stadt ein Symbol, eine große Stadt. Welche Stadt ist hier wichtig in Offenbarung? Babylon. Babylon, liegen. Welche im geistlichen Sinne Sodom ist, naja, da war sexuelle Freiheit. Und Ägypten, da war Auflehnung gegen Gott. Wer ist dieser Gott, dass ich ihm gehorchen muss? Das ist ein Yahweh-Atheismus, wenn wir es haben wollen. Es gibt nämlich keine Atheisten, es gibt nur Glauben, die Menschen, die glauben, was sie glauben wollen. Solange sie nicht an Yahweh glauben brauchen, an dem Gott der Bibel, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Jetzt hier, das ist symbolisch, eine Zeit, wo auch der Herr gekreuzigt wird. Nee, der Herr kann wirklich gekreuzigt werden, dann sind wir in Jerusalem. Aber der Herr wird auch gekreuzigt in der Person seiner Folger. Jedes Mal, wenn das Volk Gottes vernichtet wird und getötet wird, weil sie an Jesus Christus glauben, wird Jesus Christus in dieser Person wieder erschlagen. Aber sie werden das ewige Leben haben. Also hier 1798 passiert etwas Interessantes. Jetzt in dem Buch Der große Kampf steht geschrieben, diese große Stadt, wo die Zeugen erschlagen werden und die geistlich Ägypten ist, stellt natürlich geschichtlich Ägypten dar, wo der Pharao gesagt hat, ich kenne Gott nicht, wer ist Jehova, dass ich ihm dienen muss und ich lasse Israel nicht gehen. Ich kenne keinen Jehova, ich lasse ihn nicht gehen. Weiter steht geschrieben, das ist Atheismus, Leugnen der Gegenwärtigkeit Gott, des Bestehens Gottes. Und die Nation stellt Ägypten dar, die genauso geleugnet hat, dass Gott besteht. Diese große Stadt wird auch vergleicht geistlich mit Sodom. Und hier geht es um Korruption und Licentiousness, sexuelle Freiheit und naja. Und in diesem Sinn steht es für die Nation, die diese spezifische Prophezeiung erfüllen würde. Gab es 1798 eine Nation, die die Bibel vernichten wollte? Ja oder nein? Ja, es gab eine Nation. Und ganz offiziell haben sie das gemacht. Ganz offiziell. Das gilt als das Symbol des Anfangs einer größeren Vernichtung. Also hier war eine wirkliche Vernichtung, wo sie wirklich das Wort Gottes tot gemacht haben. Was war die mächtigste Macht Europas in 1798? Frankreich. Napoleon hat regiert. Frankreich war die wichtigste Macht. Welche Macht hat das Papsttum quasi zu Ende gebracht? Frankreich. Welche Macht hat dann gleichzeitig auch die Bibel vernichtet? Frankreich. Da ist nur eine, gibt nur eine. Also wenn wir weiterlesen, dann werden wir sehen, der Herr da wurde auch gekreuzigt. Where also our Lord was crucified, da wurde unser Herr gekreuzigt. Und das ist eine Erfüllung von was in Frankreich passierte, in der ganzen Geschichte Frankreichs. In keinem Land
war da so ein Geist gegen Gott, gegen Christus, als in diesem Land. Hier war eine Vernichtung nach der anderen. Die Hugenotten wurden ausgeräumt. Die Albigenser wurden vernichtet mit dem Schwert. Es gab eine Bartholomäusnacht. Frankreich hat viel Blut an den Händen, wenn es kommt zu diesen Wahrheiten. In keinem Land wurde die Wahrheit so energisch bekämpft wie in diesem Land. Und diejenigen, die für das Evangelium standen, wurden vernichtet und somit Christus gekreuzigt in der Person seiner Folger. Ziemlich eindeutig, dass das die einzig logische mögliche Lösung für diese Prophezeiung war. Also wer ist das Tier aus dem Abgrund? Ist es Frankreich? Nein, es ist viel mehr wie Frankreich. Dieses Tier kommt aus dem Abgrund. Zu dieser Zeit wird es geboren. Also die Zeit der päpstlichen Herrschung ist quasi zu Ende und jetzt kommt ein System. Wer hinter dem System steckt, das müssen wir noch sehen. So nebenbei, dieses System, das dahinter steckt, ist ein Geheimnis. Diese Frau, die im Eva war, die der Maßstab war, war sie sichtbar, ja oder nein? Nein. Sie war mit was bedeckt? Einem Deckel. Und dieser Deckel war was? Puff, leicht runterzuheben? Ja oder nein? Nein, der war aus Blei. Nicht so leicht, um hinter die Kulissen zu schauen, was da drin los ist. Ist es nicht so? Und dann, wen sieht man? Sieht man diese Frau oder sieht man was anderes? Man sieht zwei andere Frauen, die sie anheben und rumschleppen und da als Maßstab zwischen Himmel und Erde hinstellen. Aber die Frau im Eva, die sieht man nicht. Für eine kurze Weile hat Gott es erlaubt, dass dieser schwere Deckel beiseite geschoben wurde. Wer hat das gemacht? Durch wen hat Gott erlaubt, dass die Menschheit einen Blick bekommt und den Deckel so ein bisschen entfernt hat? Durch wen? Durch die Reformation. Durch die Reformation, durch die Martin Luthers und durch die Husses und durch die großen Wycliffes und Tyndall, die haben das gepredigt. Und ihr könnt es euch anschauen bei eurem Ratshaus, da ist es gemauert an die Wand, damit ihr es nicht vergessen sollt. Aber leider, ich denke in Deutschland, der Deckel sitzt wieder fest auf der Eva. Meint ihr nicht? Ich denke, kein Mensch weiß, was in diesem Topf drin ist. Diesem Maßstab. Also, hier ist ein Geheimnis, denn diese Frau ist ein Geheimnis. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dieses Wort Gottes, die Schriftrollen, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund heraussteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Typologisch, Frankreich hat es gemacht. Aber dieses Tier ist viel größer als nur Frankreich. Es steht geschrieben, auch durch die gleiche Autorin, wie den großen Kampf geschrieben hat, dass das, was in Frankreich passierte bei der Französischen Revolution, ist der Vorläufer für das, was in der ganzen Welt passieren wird. Das ist ein Zitat. Und ich glaube, dass das Zitat 100-prozentig korrekt ist. Denn wir müssen genau wissen, was ist denn hinter den Kulissen passiert bei der Französischen Revolution. Ich bin gar nicht so interessiert, dass all die Köpfe verschwunden sind. Mehr, was ist hinter den Kulissen passiert. Wer ist das Tier? Offenbarung 11, Vers 9. Und viele von den Völkern und Stämmen und Zungen werden ihre Leichname sehen. Also hat das nur mit Frankreich zu tun oder mit vielen Völkern und Stämmen? Ja oder nein? Viele.
Hat nicht nur mit Frankreich zu tun. Frankreich ist der Auslöser hier. Aber dieses Tier aus dem Abgrund, viele werden sehen, was da passierte. Ihre Leichname sehen 3 Tage lang und einen halben. 3,5 Tage, wir haben wieder diese symbolische Zahl. Und werden ihre Leichname nicht in ein Grab legen lassen. Da werden einige sein, die sagen, nein, nein, nein. Dieser Maßstab, Gottes Wort, wird nicht so leicht verschwinden. Aber der andere wird sagen, ich werde dieses Wort vernichten. Ich muss es vernichten. Jetzt ist es interessant, dass geschichtlich vom November den 10. 1793 bis Juni 1797 wurde die Bibel offiziell in Frankreich verbannt, staatlich. Aber ob das jetzt genau diese Prophezeiung da erfüllt oder ob die 3,5 Tage mehr symbolisch zu sehen sind, ein Kampf zwischen Elias Botschaft gegen Babylon und Babylons Kampf gegen das Wort Gottes, das ist nicht so wichtig, ob das eine oder das andere ist. Es kann beides sein oder eins von beiden. Es ist egal, der Sinn ist ziemlich deutlich. Und die auf Erden wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese 2 Propheten die Bewohner der Erde gepeinigt hatten. Das Wort Gottes hat immer die Menschen zurechtgewiesen und sie wollen nicht zurechtgewiesen werden. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie traten auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Fantastisch. Nach 1798, nach diesem Ereignis, kommen die großen Bibelhäuser. Die amerikanischen Bibelhäuser, die englischen Bibelhäuser. Und die Bibel wird vertrieben weltweit wie noch nie zuvor. Das war ein Schlag für dieses babylonische System, wie sie es noch nie erlebt hatte. Und überall in der Welt konnten Menschen wissen, was Gottes Wort sagt. Das war ein Problem. Dieser Kampf hat nicht da aufgehört. Dann wurde er viel subtiler. Und da müsst ihr nicht diesen Vortrag Kampf der Bibeln verpassen. Keine Zeit, das heute Abend zu machen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Dieses Wort Gottes wird nicht schlafen gehen. Es steht auf und es wird Furcht in Menschenherzen bringen. Was ist Furcht? Dass wir Angst haben davor oder dass wir Ehrfurcht haben? Es ist mehr im Sinne der Ehrfurcht. Gott kann nicht verhöhnt werden. Gott wird nicht verhöhnt werden. Offenbarung 11, Vers 12. Und sie hörten eine laute Stimme von Himmel her, die zu ihnen sprach, steiget hier herauf. Da stiegen sie in den Himmel hinauf, in der Wolke. Engel trugen sie und ihre Feinde sahen sie. Und waren sie böse? Wow, ja. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben. Und der 10. Teil der Stadt fiel und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Ob das eine wirkliche Zahl ist, zweifle ich, ist eine symbolische Zahl. Wir haben hier wieder die Zahl 7, wir haben die Zahl 7000, das Zeitalter, so für die Spanne des Bestehens auf Erden und danach. Und hier dieses Erdbeben könnte die Französische Revolution und die Folgen darstellen für diese Aktionen. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Also das ist eine Wehe, eine Züchtigung für die Menschheit. Die Französische Revolution, hier ist die Stürmung der Bastille. Es gab Mord und Totschlag, Anarchie, wie noch nie zuvor gesehen wurde. Und das ist die Vorbereitung für was kommt in der ganzen Welt. Also diese Könige, die wurden vernichtet, die Monarchie verschwindete und es kam eine Demokratie.
Und Louis der VI. Hier, da wird er enthauptet bei der Guillotine. Marie Antoinette, seine Frau, die folgte den gleichen Weg. Ihr Kopf wurde auf einem Stab dem Volk gezeigt und es gab großen Jubel. Und eine Frau, Freiheit, wurde gekrönt als Göttin. Und Freiheit sollte siegen. Großer Kampf erzählt uns die Geschichte wieder weiter über diese Göttin der Freiheit und was gesagt wurde genau, als sie da gekrönt wurde. Es wurde gesagt, Menschen, bekümmert euch nicht mehr über dieses Wort Gottes und diese machtlose Donner Gottes. Wir haben nur eine Göttin und das ist die des Verstandes, Reason. Ist Reason Verstand? Ja, die Göttin des Verstandes. Wir brauchen keinen Gott, also offizielle Atheismus. Und diese Göttin, die wurde umhelzt durch den Präsidenten und auf einem schönen Karren gesetzt. Der Präsident hat das gemacht, dieser französische Revolutionspräsident. Und dann wurde sie zu Notre Dame, zur Kathedrale gebracht und da wurde sie als Göttin verehrt. Also einen totalen Spott mit Gott wurde getrieben. Und da ist das Schild, wo sie geschleppt wird, mit die Göttin des Verstandes. Wir leben jetzt in dem modernen Humanismus, wir brauchen keinen Gott. Und kurz danach haben sie die Bibel und etliche andere Bücher offiziell öffentlich verbrannt. Also diese Prophezeiungen gingen tatsächlich in Erfüllung. Aber sie sind nur ein Vorläufer für was kommt. Es kommt noch viel Schlimmeres. Bei dieser französischen Revolution wurde ein Manifest der Menschenrechte gegründet. Und sie hatten die Frechheit, es in zwei Tafeln zu präsentieren. Das ist was gleich? Den 10 Geboten. Jetzt die Symbolik, die da drin ist, die können wir heute Abend nicht studieren, aber die werden wir studieren. Und es ist erstaunlich, was da drin steht. Ich möchte nur eine Frage fragen. Wenn ihr Fernseher anmacht, heutzutage, was hört ihr? Die 10 Gebote Gottes müssen wieder gehalten werden oder Menschenrechte, 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 was hört ihr? Menschenrechte. Also Menschenrechte ersetzen Gottes Gebote, Gottes Gesetz. Sehr interessant. Wer war Voltaire? Er war der Philosoph der französischen Revolution. Und was war er? Geistlich gesprochen? Er war ein Jesuit. Ja, er war ein Jesuit. Schon vorher gab es mal ein Manifest der Menschenrechte und nämlich vom Chores. Und dieses Dekret war ein Dekret der Freiheit, der Religionsfreiheit, macht was ihr wollt und so weiter, war aber in einem besseren Sinn als das von Frankreich. Wir lesen weiter im großen Kampf, dass Frankreich verantwortlich war für den Tod von vielen Waldensern, für die Albigenser in den Bergen von Piedmont und auch für den Mord der Reformatoren, auch Bartholomäusnacht. Und ihr habt ja hier auch in eurer eigenen Stadt ein Museum, das ihr euch anschauen könnt, von der Inquisition und was da alles gebraucht wurde in dem Mittelalter, um Menschen ums Leben zu bringen. Hier ist ein Beil, wo sie die Köpfe abgeschlagen haben im Turm zu London. Und da in The Hague in Holland. Und die Definition für einen Heretiker ist sehr interessant nach dem Artikel Heresy, Seite 440. Es ist entscheiden für sich selbst, was man glauben und tun will. Also ein Heretiker ist einer, der selbst entscheidet, was er glaubt und wie er handelt. Dann ist man ein Heretiker. Wer muss entscheiden, wie man glauben und handeln muss?
Der Papst, das sagt er. Also wenn man nach dem eigenen Gewissen handelt, ist man ein Heretiker. Hier sind ein paar interessante Instrumente, die wurden dann um die Beine gesetzt und dann gingen diese Stachen in den Knochen hinein, als es festgeschraubt wurde. Da wurde heiße Kohlen hineingesetzt und überall der Körper verbrannt. Ich meine, die waren grausam. Hier, dieses Instrument, das wurde um den Hals gesetzt und dann wurde die Schraube angedreht, bis sie endgültig da drin war. In Frankreich, in Spanien, wurde dieses Instrument in den 1990 bis 96 wurde das noch gebraucht, durch Franco. Das Instrument. Interessant. Und natürlich konnte man da auch sitzen, da hat man Eier und so weiter bekommen. Hier waren schöne Daumenschrauben. Dieses Instrument war ganz sonderlich. Ein riesenschwerer Stein. Hier wurde man an einem Seil befestigt, so hinter dem Rücken, und dann hochgezogen an diesem Roller hier, dass man da oben zwischen so im Himmel hang. Und dann wurde der Stein, der an den Füßen befestigt war, oben von einem Regal runtergeschmissen und zack, dann wurde man auseinandergerissen. Das waren so die lieben Dinge, die sie sich ausgedacht haben für die Protestanten. Und sie haben sie auf den Brandstapel gestellt und vernichtet zu den Tausenden. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Offenbarung 12, Vers 11. Bei der Inquisition, manchmal standen die Brandstapel und die Stäber, wo sie befestigt waren, so dicht aneinander, dass man nicht zwischen zwei hindurchgehen konnte. Hier ist ein Monument in Afrika für die Hugenotten. Ein interessantes Monument. Da ist eine Frau, sie steht auf der Erde. Das sind drei Bogen, steht für die Dreieinigkeit dahinter. Und diese Frau hat in der einen Hand eine Bibel und in der anderen Hand eine Kette, die losgerissen ist. Sie hat sich losgerissen von ihrer Sklaverei hier in Europa und ist geflohen vor dieser Verfolgung in die dürren Gegenden der Welt. Heute ist da ein Krieg gegen diese Frau. Sie muss vernichtet werden, da wo sie ist. Im großen Kampf lesen wir von Bartholomäus Nacht, wir brauchen das nicht alles lesen, und wie Papst Gregory der 13. sich gefreut hat, als alle diese 50.000 Hugenotten in einer Nacht vernichtet wurden und wie sie Te Deums gesungen haben in der Kathedrale wegen diesem Ereignis. Hat auch eine Münze gedruckt und gesagt, toll, dieses verheerende Volk ist endgültig weg. Und solche schrecklichen Dinge wurden mit denjenigen getan, die bibelfest waren und die Bibel glaubten. Im 5. Mose 11, 16 lesen wir, hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht überreden lasse, dass ihr abtretet und anderen Göttern dienet und sie anbetet. Und dass, als dann der Zorn des Herrn über euch entbrenne und den Himmel zuschließe, dass kein Regen komme, geistlicher Regen, auch wirklicher Regen, und die Erde ihr Gewächs nicht gebe und ihr bald umkommt auf dem guten Land, das euch der Herr gegeben hat. Wenn wir eine Dürre für das Wort Gottes im Herzen haben, dann haben wir nichts, wofür wir leben können. Also dieses Tier aus dem Abgrund, der erste symbolische Anstoß, ein Kampf gegen Gottes Volk, Gottes Wort, ein Tier aus dem Abgrund, symbolisch, Frankreich, typisch erfüllt es, aber antitypisch ist es viel größer. Es geht die ganze Welt etwas an. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Ein Kampf gegen Gottes Wort. Gut, wer waren die Urheber der Französischen Revolution und dieser Aktion gegen die Bibel? Es waren die Jesuiten. Voltaire,
war ein Jesuit. Er hat eine atheistische Rolle gespielt. Der andere war Adam Weishaupt. Er war Vater der Jakobiner. Die Jakobiner waren die Gruppen, die die französische Revolution getrieben haben, die dahinter waren. Und hinter den Jakobinen waren die Jesuiten. Adam Weishaupt, jesuitischer Professor bei Ingolstadt Universität, ist auch der Urheber der Illuminati. Und angeblich kann man sein Werk noch sehen bei der Universität Ingolstadt. Also hier haben wir einen jesuitischen Hintergrund. Jetzt fragt man sich, ja, aber wieso würden die Jesuiten selbst ihre eigenen Menschen umbringen? Wieso sind so viele Priester gestorben in Frankreich? Die Jesuiten sind nicht angefallen worden, es waren die Dominikaner. Es ist interessant, dass die Jesuiten ursprünglich die Inquisition leiteten. Aber bestimmte Päpste haben sich gewehrt gegen die Macht der Jesuiten und haben sie verbannt und diese Macht ihnen weggenommen und den Dominikanern gegeben. Und somit war es jetzt Zeit, um dieses zurückzuzahlen. Aber darüber mehr an einem anderen Tag. Hier bei dieser Universität wurde eine Gruppe gegründet, die Illuminati. Eine geheime Organisation, gegründet durch einen Orden der katholischen Kirche. Ein Orden, der spezifisch gegründet wurde mit einem Ziel. Und das war, um die Reformation zu bekämpfen, zu besiegen und zu vernichten. Das war der einzigste Grund, warum sie da waren. In 1929 wird der Vatikanstaat wieder gegründet. Also diese Wunde von diesem Tier, das eine Wunde empfängt, wird wieder heil. Es ist wieder ein politisches System. Und die römische Frage war in der Vergangenheit, der Vatikan und Italien hatten wieder Frieden und Mussolini und Gaspari unterzeichnen diesen Pakt und eine Wunde wird geheilt. Sehr interessant, dass der San Francisco Chronicle genau diese Worte gebraucht, sowie ein Blick in das Buch Offenbarung. Die neuen Päpste, die danach kamen, haben die Freimaurergeste. Hier ist Anthony Sayer, First Grand Master of the London Lodge, founded 1717. Also Freimaurerei. Wo kommt Freimaurerei jetzt in dieses Spiel rein? Was hat Freimaurerei mit den Illuminaten zu tun? Was hat Freimaurerei mit den Jakobinen zu tun? Was hat Freimaurerei mit dem Buch Offenbarung zu tun? Ich habe ja schon viele Vorträge über dieses Thema gegeben. Und es wird oft behauptet, dass das ein Thema ist, das man eigentlich nicht berühren sollte, denn Freimaurerei hat doch nichts mit Offenbarung zu tun. Gar nichts. Naja, ich bin nicht so überzeugt, dass geheime Organisationen nichts mit Freimaurerei zu tun haben. Offenbarung 9, komm, wir schauen jetzt erstmal die Tiere an. Wir wollen diese Tiere gut studieren. Offenbarung 9, da sind wir noch bei den Posaunen. Da fängt etwas Interessantes an. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Gibt es einen Stern, der vom Himmel gefallen ist? Ja, okay. Auf die Erde gefallen ist, war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds gegeben. Wird nachher jemand gekettet und in den Abgrund geworfen, ja oder nein? Ja, also auch Satan. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, hier haben wir etwas aus dem Abgrund, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlunde, wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne, das Licht, und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes,
Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf der Erde, und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Sagt die Bibel nicht, ich werde euch Macht geben, um auf Schlangen und Skorpione zu treten? Ja oder nein? Gut, wir behandeln nicht dieses Thema heute Abend, aber diese Lehre, die aus diesem Schlund hervorkommt, ist hier noch kein Tier. Es ist die Vorbereitung für eine Gegenlehre gegen die biblische Lehre. In Offenbarung 11 sind wir so weit, dass aus diesem Abgrund schon ein politisches System entsteht, das das gleiche Werk verrichten wird. Jetzt, das ist spannend. In Offenbarung 12, Vers 3 haben wir ein Tier und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Jetzt, wer ist dieses Tier? Ist es das gleiche? Hat auch diese interessante Zahl 7. Er will auch wie Gott sein. Aber wir werden genau gesagt, wer das ist. Offenbarung 12, Vers 9, so wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, genannt Teufel, Satan, wer kann ich deutlicher lesen als das, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also dieser Drache steht für Satan. Der ist der Stern, der runterfiel, und er bringt seine Lehre aus dem Abgrund hervor. Und in Offenbarung 11 ist er so weit, um es als politische Macht darzustellen. Dieser Drache, Satan, ist auch gegen das Weib in Weiß und führt Krieg mit ihr. Und wenn wir nach Daniel gehen, dann haben wir andere interessante Tiere. Da ist ein Löwe mit einem Kopf. Das ist ein Leopard mit 4 Köpfen, ein Bär, der hat einen Kopf und dann noch ein schreckliches Tier, hat 10 Hörner, aber nur einen Kopf. Aber zählen wir mal die Köpfe zusammen, wie viele Köpfe sind da? 7 Köpfe. Also, die Zahl 7. Und dann haben wir diese verschiedenen Tiere. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, dann kommen wir nach Offenbarung 13, da ist ein Tier aus dem Meer. Das hat alle die Eigenschaften von diesen anderen Tieren. Es hat Füße wie ein Bär, es hat ein Leib wie ein Leoparde und es hat einen Mund wie ein Löwen und es hat 10 Hörner, es hat also all die Komponente. Und wir wissen genau, wer das Tier ist, denn es ist das Tier, das 1260 Jahre regiert. Also nichts direkt zu tun mit dem Tier aus Offenbarung 11. Hier haben wir noch ein Tier aus Offenbarung 13, das Tier aus der Erde. Das hat nur 2 Hörner und das werden wir identifizieren, wenn wir diesen Vortrag machen. Hat auch direkt nichts mit dem Tier zu tun. Und dann haben wir noch ein Tier. Ein Tier in Offenbarung 17. Jetzt, wie sieht denn das Tier aus? Es ist nicht gleich den anderen. Offenbarung 17, Vers 3. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihr gewaltigen Wollust reich geworden. Vers 8 sagt, das Tier, welches du gesehen hast, hier in Offenbarung 17, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund hervorkommen und ins Verderben laufen. Aha, interessant. Jetzt, wir werden das nicht genau besprechen, wir haben ein ganzes Thema darüber, Offenbarung 17 kommt ja noch, aber nur ein interessanter Zusammenhang, wo kommt das Tier hervor? Aus dem Abgrund. Es kommt aus dem Abgrund. Das Tier in Offenbarung 11, wird es genau beschrieben, ja oder nein? Nein, es wird nur gesagt, es kommt aus dem Abgrund und es führt Krieg gegen das Wort Gottes. Es ist gegen die Wahrheit. Die Symbole, die wir hatten, kommen aus Zacharia. Zacharia sagt, da ist ein Weib in einem Eva, das sich als Maßstab darstellt und andere helfen ihr. Und hier haben wir dieses Weib, das ganz offensichtlich auf einem Tier sitzt, das endgültig den letzten Kampf gegen Gott und Gottes Volk führt
Und das Tier kommt aus dem Abgrund. Ich wundere mich nur, ob da ein Zusammenhang ist zwischen den beiden. In Offenbarung 11 kommt dieses Tier hervor, es wird nicht beschrieben und es wird auch nicht genau gesagt, wer es beherrscht, außer im Zusammenhang mit der Zitierung nach Zachariah. Aber ich glaube, hier ist das Tier erwachsen. Und der finale Krieg fängt hier an. Und diese Frau, diese Hure, steht im Gegensatz, sie ist das Eva. Sie ist der Maßstab. Aber sie ist ein geheimer Maßstab. Das soll man nicht wissen. Da steht Geheimnis. Und sie steht im Kampf mit dieser weißen Frau, ja oder nein? Gut, gestern Abend haben wir gesagt, wer sind die Wortführer der letzten Reformation? Das haben wir gestern Abend identifiziert, ganz offen. Jetzt hier ist das andere System mit den anderen Frauen, die mithelfen, und es ist ein Geheimnis. Jetzt, wie wird das Geheimnis geführt, damit man es nicht erkennt? Durch Geheimorganisationen. Hört sich das logisch an? Durch Geheimorganisationen. Das will man nicht so leicht glauben. Man sagt, das ist herbeigedacht und. Also komm, wir sind mal so frech und nehmen ein paar Zitate von der gleichen Quelle wie der große Kampf. Ich glaube, das ist eine sehr gute Quelle, der man vielleicht besser zuhören müsste. Und dann fragen wir mal diese Quelle, wie steht's denn um diese Systeme? Hier ist ein Zitat aus 18 Manuscripts Release. Wir lesen sie recht vorsichtig, das ist wichtig. Durch verschiedene Symbole ist an Johannes präsentiert worden, diese böse Macht, die sich ausgezeichnet hat über die Jahre, dass sie Gottes Volk verfolgt. Und diese schrecklichen Werke werden offenbar gemacht durch diese führenden Mächte, die regierenden Mächte, the ruling powers of the world, die sich in geheimen Gesellschaften, Confederacies, Gruppierungen zusammentun. Aha. Also diese Quelle sagt, dass Johannes hat Bildsprache bekommen, um uns zu erklären, wie die verschiedenen Mächte, die regierenden Mächte der Welt, sich zusammenbinden in geheimen Organisationen. Also sagt diese Quelle, dass das Buch Offenbarung und die Symbole darin nur verstanden werden können im Sinne von Geheimorganisationen. Steht's da oder nicht? Steht da. Lesen nochmal in Englisch. By a variety of images, the Lord Jesus represented to John the wicked character and seductive influence of those who have been distinguished for their persecution of God's people. All need wisdom carefully to search out the mystery of iniquity that figures so largely in the winding up of this earth history. Wir brauchen Weisheit, um diese Bosheit, die auf der Stirn steht von diesem Weib, zu erkennen. God's presentation, Gottes Vorstellung, die er an Johannes gegeben hat, von diesen schrecklichen Werken durch die Einwohner und von den regierenden Mächten der Welt, die sich binden in Geheimorganisationen und Gruppierungen, Confederacies. Sie ehren nicht das Gesetz Gottes, und das sollte Gottes Volk imstande stellen, um das Licht der Wahrheit zu erkennen und wegzubleiben von diesem Übel. Das ist das Beste, wie ich es mit meinem Deutsch übersetzen kann. Ganz eindeutig, das Gesicht in Johannes hat zu tun mit geheimen Organisationen. Und wir lesen ein bisschen weiter. Noch eins, Manuskript, Freistellung 614, Secret Societies and Confederacies. Wir kommen jetzt näher an die Endzeit und es wird immer mehr und mehr heidnische Macht gezeigt werden durch eine Vielfalt von Bildsprache hat der Herr Jesus Christus Johannes gezeigt, was der Einfluss ist derjenigen, die Gottes Volk
verfolgen und was die Geschehen darum sind. Bisschen weiter. Dieses schreckliche Bild, das durch Johannes aufgezeichnet ist, in welchem Buch? Offenbarung, zeigt uns, wie vollkommen, how completely, die Mächte der Welt sich dem Übel übergeben und, jetzt kommt der springende Punkt, zeigt uns und sollte uns zeigen, die die Wahrheit empfangen haben, wie gefährlich es ist, um sich mit Geheimorganisationen zu verbinden oder in irgendeiner Weise mit ihnen etwas zu tun haben, die nicht die Gebote Gottes halten. Hier ist noch eins, Manuscript 139, 1903.